Hallo meine Lieben, na, alles gut bei euch? Oh mein Gott, es fühlt sich an, als ob es mein erstes Video wäre. Ich bin total aufgeregt, ich bin total nervös. Also ich habe ja jetzt eine ganze Weile, also für meine Verhältnisse, kein Video hochgeladen. Wir haben jetzt heute Mittwoch und das letzte Video von mir war ja mein Vlog, in dem ich euch erzählt habe, wie es mir geht, was momentan bei uns los ist. Und also ich hätte niemals mit so einer riesen Welle gerechnet, was Kommentare, Nachrichten und E-Mails angeht. Ich glaube, ich habe in den letzten 10 Tagen über 400 E-Mails bekommen. Es ist der absolute Wahnsinn. Ich werde zu diesem letzten Vlog, werde ich nochmal ein Video machen. Einfach, weil ich da nochmal ein paar Dinge ansprechen wollte. Ich kann einfach nicht auf jede E-Mail antworten, Schätzeleins. Es geht nicht. Also, wenn ich es mir jetzt vornehmen würde, auf jede E-Mail zu antworten, wäre ich wahrscheinlich im Jahr 2048, wäre ich irgendwann mal fertig. Und deswegen wird es von mir dann in den nächsten Tagen nochmal einen Vlog geben, wo ich bestimmte Dinge anspreche, weil ich eben auch weiß, dass viele Schätzeleins helfen wollten oder wollen. Und ich war jetzt natürlich in den letzten Tagen nicht nur auf der Couch gelegen und habe in der Nase gebohrt, sondern ich musste für mich wirklich erstmal verkraften und verarbeiten, was hier abgegangen ist, weil ihr der absolute Oberburner schlechthin seid. Es war und ist der Wahnsinn, was für Liebe und aufbauende E-Mails ich von euch bekommen habe. Ich bin da immer wieder gerührt und sprachlos und ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ich denke, ihr seht, dass ich da immer noch sehr berührt bin von dem Ganzen, weil ich euch eigentlich in dem Video wirklich nur kurz erzählen wollte, was ist los und wie geht es demnächst weiter oder wie könnte es weitergehen. Und auf jeden Fall, wie gesagt, ich bin wieder da. Ja, ich habe mir eine kleine Pause gegönnt für alle die, die hier bei mir angeklingelt haben. Ja, und Sandra, was ist los? Und kein Video. Und ich muss immer wieder dazu sagen, also YouTube ist ja nicht mein Job. Ja, YouTube ist ein Hobby, ein mega großes Hobby. Ich liebe es, mich mit euch auszutauschen, mich vor die Kamera zu setzen. Und ich mache es eben nur, wenn es mir dabei gut geht. So, heute muss ich sagen, geht es mir sehr gut. Ihr habt mir auch alle geschrieben, Sandra, tu was Gutes für dich. Ja, komm ein bisschen runter und denk jetzt einfach mal ein bisschen an dich. Und ihr könnt es an der Unterschrift lesen. Es handelt sich heute um ein Unboxing, da ich hier immer noch Pakete stehen habe. Ich euch versprochen habe, dass ich die Pakete mit euch zusammen aufmache. Ich freue mich jetzt auch wirklich wie ein Schnitzel, kann ich euch sagen. Es gibt heute zwei Pakete, die sind von einer Person, ja? Und zwar von der lieben Julia. Ich gucke jetzt, weil die liebe Julia hat nämlich gesagt, dass das gelbe Paket Teil 1 ist. Und das steht hier und das zweite Paket steht da. Also es wird definitiv ein langes Video werden, Schätzeleins. Ich hoffe, ihr freut euch. Ihr hattet ja jetzt eine kleine Pause. Ich hoffe, dass sich eure Ohren in der Zwischenzeit, wie ich jetzt weg war, ein bisschen erholt haben. Und deswegen wird es heute dann auch ein längeres Video. Holt euch also wieder ein bisschen Proviant, was zu trinken, was zu essen. Macht es euch gemütlich. Bei uns ist es noch sehr früh. Von daher sitze ich hier auch noch mit meinem Kaffee. Maximus rennt hier auch in der Gegend rum. Und würde sagen, wir legen also los, bevor ich hier noch weiter am Ramblen bin. Weil wie gesagt, alles Weitere wird es dann in meinem nächsten Vlog geben, wo ich dann einfach nochmal auf bestimmte Kommentare eingehen werde und ich euch eben auch noch so, ja, zwei, drei Dinge erzählen werde, wie ihr mich halt kennt. Ne? Schätzelein! Okay, weiter geht die wilde Fahrt. Ich hoffe, you guys are ready.
Das Paket, das ist der Oberknüller schlechthin, das sehe ich jetzt schon, weil das Paket war so voll, dass wie ich das aufgeschnitten habe, mir das aus allen Enden geplatzt ist. Ja, und ich sehe schon viele Dinge. Ich kann euch das gerne mal zeigen. So sieht das Ganze also aus. Ja, es ist überall aufgeplatzt und von daher sehe ich schon das ein oder andere. Im Übrigen, ja, obenrum sind wir natürlich wieder der absolute Shit. Untenrum tragen wir Crocs und eine Joggingbuchse. Ja, muss ja bequem sein, weil ich merke jetzt schon, dass mir so ein bisschen der Hintern einschläft. Aber wir sind ja Profis, ne? Das ziehen wir jetzt durch. Die liebe Julia hat mir einen Brief geschrieben. Da steht drauf, bitte nicht vorlesen. Vielen, vielen Dank dafür, weil ihr wisst es, ja, ich lese immer alles vor. Ich lese alles vor, ich zeige alles, was in dem Päckchen drin ist, weil ich da stolz wie ein Schnitzel bin. Ist so, ich gebe da gerne mit an. Bin da also nicht wie andere YouTuber von wegen, ich will jetzt nicht angeben. Doch, ich schon, weil ich finde es granatenmäßig, was für eine Mühe sich meine Schätzeleins machen, um mir eine Freude zu bereiten. Ja? Und deswegen, also wenn ihr mir einen Brief schreibt oder eine Karte, und ihr nicht wollt, dass ich das vorlese, also so wie die Julia, ne, hier bitte draufschreiben, weil muss ja nicht sein, dass ich eure Privatgeschichte dann in der YouTube-Welt breit trete. Und dann sehe ich schon ganz, ganz viele leckere Dinge. Ja, also wir haben hier Kinderriegel. Nee, die habe ich nicht aufgemacht und habe schon einen stibitzt, sondern das ist einfach aufgegangen durch den Transport, ja. Also, Kinderriegel haben wir hier einmal. Dann geht es weiter. Oh, lecker. Kinderschokobons. Ja. Ich muss dazu sagen, heute habe ich einen Pamper Day. Ja, Pamper Day bedeutet, dass man sich eben wirklich was Gutes tut. Ich habe mir heute ein Gesicht gemalt. Ich habe heute Morgen schon eine Maske aufgelegt. Ich habe meine Nägel lackiert. Ich habe heute keinen Sport. Also, heute nehme ich mal einen Tag frei. Und heute werde ich eben auch wirklich essen, worauf ich Lust habe. Und jetzt sehe ich hier schon die Schokobons. Und auch hier wissen meine Schätzleins, also ich weiß, es ist unhöflich, sich vor der Kamera was in die Schnuffel zu stecken. Aber auch da kenne ich nichts. Nur ich möchte hier heute mein bezauberndes Make-up nicht ruinieren. Also legen wir das jetzt mal alles hier auf die Seite. So, dann, oh, lecker, Kinder Country, auch das ist schon offen, auch hier, nein, ich habe noch nichts rausgenommen, durch den Transport aufgegangen. Dann natürlich super lecker, oh, Kinder Bueno, ja, durch meine liebe Zuckermaus, die Marion, hat es wahrscheinlich eine Zeit lang Kinder Bueno Mangel in Deutschland gegeben, weil die bei mir alle unten im Kühlschrank liegen. Mittlerweile nimmt es auch so ein bisschen ab, wobei ich dazu sagen muss, Schatzi isst mehr wie ich. Ne? Also ich bin hier ganz diszipliniert und teile mir ein Kinder Bueno dann für eine Stunde ein, weil es sind ja dann immer so vier Rippen und dann breche ich mir das ab und ja, lasse es im Mund zergehen und früher bin ich ja, wenn ich Kinder Bueno oder egal, Schokolade, ja, da habe ich mir eine Schüssel gemacht, die stand dann bei uns in der Küche. Und jedes Mal, wenn ich vorbeigelaufen bin, schnapp, war eins weg und ich habe es einfach nur weggefressen, auf Deutsch gesagt. Und mittlerweile genieße ich das einfach ein bisschen. Kinder Bueno, ganz gefährlich bei uns im Haus, weil eben auch mein Mann die Teile sehr, sehr lecker findet. Also vielen, vielen Dank dafür. So, dann geht es weiter, worüber ich mich sehr freue, denn wir haben nicht mehr viele. Und auch hier habe ich euch schon mal erzählt, dass Doodoo Bags, also diese Kotbeutel für Hunde, ja, ist so, dass die bei uns sehr, sehr teuer sind, ja. Und es ist jetzt schon lange her, dass mir Schätzeleins Kotbeutel, Doodoo Bags, wie wir sie ja nennen, zugeschickt haben. Und die liebe Julia hat an mich, naja, jetzt an mich hoffentlich nicht, aber an Maximus hat sie gedacht. Und sie hat mir ganz, ganz viele Kotbeutel zugeschickt, was ich wie gesagt super klasse finde, denn ich bin eine Hundebesitzerin, die natürlich den Dudu wegmacht. Ja, also ich finde es ganz schlimm, wenn Hundebesitzer mit dem Hund laufen und die machen einfach ihr Geschäft und es wird liegen gelassen.
Und gerade von ja, größeren Hunden, ja, wie Schäferhunden und was weiß ich, da hat es ja manchmal wirklich eine Größe von einem Elefanten. Ne? Und wenn man da reindappt, ist es natürlich alles andere als angenehm. Ich hoffe, ihr seid jetzt nicht gerade am Marmeladenbrötchen essen, ist ein bisschen unangenehm, ich weiß, aber Dudu-Bags, wirklich ganz, ganz, ganz toll. Also vielen, vielen Dank, meine Maus, dass du da an Maximus gedacht hast. Da haben wir jetzt, wie gesagt, insgesamt 4 Rollen, dürfte also bis übermorgen reichen. Sind wir ein bisschen sparsam. So, dann geht es weiter. Sie hat mir meine geliebten Wattepads von Ebelin geschickt, und zwar die Maxi-Wattepads. Die kleinen mag ich nicht, weil die mir zu sehr fusseln. Sie sind an der Seite nicht genäht und die fallen mir einfach auseinander. Und wenn ich mir das Make-up abnehme oder auch die Fingernägel ablackiere, da habe ich mehr Fussel und Arbeit mit dem Wattepad wie alles andere. Die Maxi-Wattepads finde ich sehr, sehr gut. Ich weiß nicht, wo da der Unterschied ist, aber ich mag die wirklich sehr gerne. Da hat sie mir 2 Stück geschickt, also vielen, vielen Dank auch hierfür. Ich habe nämlich momentan keine großen Wattepads zu Hause, da ich die großen Wattepads, die man hier auf Hawaii kaufen kann, überdurchschnittlich schlecht finde. Ja, also das ist der größte Schrott, aber naja, Wattepads. So, dann hat sie mir, oh, ich liebe diese Creme, ich liebe sie wirklich, von Dalano Leaf hat sie mir diese Handcreme besorgt. Die hatte ich euch mal in einem Aufgebraucht-Video gezeigt, die hatte ich schon mal zugeschickt bekommen, wusste das erste Mal gar nicht, was für ein Schätzchen das ist. Also ich habe das jetzt mal aus der Verpackung rausgenommen. Gibt es soweit, ich weiß, bei Douglas. Und ist eine Intensivcreme mit Olivenöl. Und wer mich kennt, der weiß, ich liebe Olivenduft. Ich liebe ja auch von Palmolive das Duschgel mit Feuchtigkeitsmilch und Olive. Und diese Creme, die ist der absolute Burner. Ja, ist noch zugeklebt, aber ich rieche es. Ich rieche es und es riecht so toll. Oh, mega, mega klasse. Also vielen, vielen Dank. Es ist wirklich eine sehr, sehr pflegende Creme. Wenn man auf den Duft von Olive steht, dann ist das auf alle Fälle eine Kaufempfehlung von mir. Ich habe gehört, dass sie nicht teuer ist. Also was sie jetzt genau kostet, weiß ich nicht. Ich weiß aber, dass man sie bei Douglas bekommt und ich bin nicht die Einzige, die von dieser Creme so, so schwärmt. Also vielen, vielen Dank, mein Schatz. Ich freue mich. So, dann hat sie mir, oh wie cool, und zwar von Balea, Bodycreme Kokos. Hier, einen Pot mit 500 Millilitern, das ist natürlich einiges. Auch hier, wer mich kennt, der weiß, ich habe diese Flasche von Balea mit Sheanuss und Kokosnuss. Und ich liebe diese Creme, ich liebe die Pflege, ich liebe den Duft. Man läuft in der Gegend herum und man riecht wie ein Bounty. Man muss natürlich auf den Kokosnussduft stehen. Und ja, die Creme ist noch zu. Die lasse ich auch zu, weil ich momentan sehr viele offene Bodylotions bei mir im Bad stehen habe. Und ich möchte erstmal 2, 3 aufbrauchen, bevor ich mich jetzt hier an diesen großen Pott rantraue. Aber Kokos, damit ist man bei mir immer an der richtigen Adresse. Ich liebe es. Und ich finde die Bodylotions von Balea eigentlich auch sehr gut. Also die Duschgele mag ich nicht so gerne, aber die Bodylotions, die finde ich klasse. Also vielen Dank, die kenne ich noch nicht, nur mit Kokos. Von daher, ich bin echt mal auf den Duft gespannt und freue mich. Dankeschön! So, dann kommen wir zu einem Produkt von Signorina Bodylotion. Oh, das weiß ich gar nicht, was das ist. Kenne ich nicht, diese Marke. Ja, wie gesagt, Bodylotion, das ist nie verkehrt, weil ich liebe es ja, mich einzucremen. Nehmen wir gleich mal ein bisschen raus, hängen den Riechkolben dran und sind in love. Oh, oh, ein sehr pudriger, femininer, leichter Duft. Ganz klasse, riecht sehr parfümiert. Also ich könnte mir vorstellen, dass es eine Bodylotion zu einem Parfum ist. Und, oh, toller Duft, toller Duft. Also,
Wenn es davon ein Parfüm gibt, das Parfüm würde ich mir auch auf alle Fälle kaufen. Das ist definitiv mein Beuteschema. Sehr pudrig, wie gesagt, nicht aufdringlich. Ein bisschen sexy. Ein bisschen. Toll. Freue ich mich, das auszuprobieren. Dann hat sie mir, klasse, von Denkmit Powerbyes, mein Oxy Power, hat sie mir besorgt. Ich liebe dieses Zeug. Auch meine Marion Maus hat ja an mich gedacht und ihrs ist jetzt schon in Verwendung, weil dieses Oxy Power Zeug, was ich hier auf der Insel kaufe, das habe ich jetzt leer gemacht, benutze jetzt das von der Marion und habe jetzt ein Backup, finde ich wirklich super. Ich habe mit diesem Zeug, habe ich schon Flecken rausbekommen, Schätzeleins, ich bin fast verzweifelt, ja, weil es wirklich Kleider waren, die, ja, die mir wichtig sind, die ich schön finde, die ich gerne trage und natürlich habe ich mal wieder Tomatensoße gegessen und mehr äußerlich angewendet wie innerlich und habe wirklich alles versucht und mit diesem Zeug, es kam raus, ja, einfach in die Waschmaschine mit rein oder eben auch für weiße Wäsche, wenn ihr einen Grauschleier vermeiden wollt, da macht ihr dann einfach ein, zwei Löffelchen in die Waschmaschine mit rein und eure Wäsche bleibt weiß. Also ganz, ganz tolles Produkt. Vielen Dank, dass du da an mich gedacht hast. Dann der Oberknaller schlechthin. Oh mein Gott, ich freue mich so, so sehr. Also meine Marion Maus, die hat ja jetzt auch schon oft an mich gedacht, was Waschmittel angeht, ja. Und sie hat mir von Lenore Weichspüler zugeschickt. Die riechen auch alle fantastisch. Also wirklich so, so, so toll. Gerade in Kombination mit diesem Vollwaschmittel von Lenore, was sie mir ja auch geschickt hat. Und ja, die liebe Julia hat mir mein liebstes Lenore-Produkt zugeschickt. Und zwar Aprilfrisch. Ich könnte schreien vor Glück. Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal diesen Duft gerochen habe. Wahrscheinlich letztes Jahr irgendwann, wie ich in Deutschland bei der Mama war. Da muss ich jetzt sofort dran riechen. Ich mache jetzt hier ein bisschen Lärm, Schätzeleins. Machen wir ganz schnell. Radikal. So, Achtung. Oh, ich bin ganz aufgeregt. Oh. So riecht Deutschland. Ich sehe mich mit meinem Mann in unserem alten Haus. Ja, wie wir auf der Couch liegen und die Decken sind frisch gewaschen. Eine Kerze ist an. Es ist kalt. Oh mein Gott, ich liebe diesen Duft. Oh, vielen, vielen Dank, mein Schatz. Ich freue mich. Oh, ich werde so vorsichtig, nicht vorsichtig, aber sparsam mit diesem Produkt sein, ja, also ihr braucht da nicht meinen, dass ich da irgendwie die Schlüpper und die Socken mit wasche, nein, das ist dann wirklich nur für die Kleider, die man oben rum trägt oder für Bettwäsche, ja, dass es dann eben immer gut duftet und das bringt mir dann natürlich nichts, wenn ich damit die Schlüpper wasche, ja, oh, Aprilfrisch von Lenore, ja, viermal längere Frische, 38 Anwendungen. Ja, bei mir sind es dann wahrscheinlich eher 12, weil ich knall da immer rein. Aber wie gesagt, ich werde sparsam sein. Ich freue mich. Dankeschön. So, dann hat sie mir, ist ein bisschen verbeult, aber gut, das macht ja nichts. Und zwar von Ebelin eine super süße Box mit Kosmetiktüchern, mit Cupcakes. Total süß. Ja, sieht ein bisschen vergewaltigt aus. Ja, das gute Stück, aber das drücke ich mir wieder hin. Und es geht ja um die Kosmetiktücher innen drin. Also ich bin ja schon ein bisschen messy-mäßig veranlagt und behalte viele Dinge. Aber wenn dann so eine Box leer ist, schmeiße ich sie auch weg. Also sie kann so hübsch sein, wie sie will. Einen Schönheitspreis bekommt sie bei mir trotzdem nicht und darf weiterhin bei mir auf dem Schminktisch stehen. Nein, irgendwann wird sie weggeschmissen. Aber ist schon süß. Ne, mit den ganzen Cupcakes hier und ich liebe ja Cupcakes, also auch hier freue ich mich sehr drüber. Werde ich mir nachher noch ein bisschen zurechtdrücken. So, dann geht es weiter mit einem Denkmit Kalkreiniger. Den kennt ihr auch von mir aus meinem ersten Haushaltsfavoritenvideo. Da wird es
in naher Zukunft irgendwann von mir auch ein weiteres Haushaltsfavoritenvideo geben, weil ich mittlerweile neue Favoriten gefunden habe. Und ja, also von Denk mit, der Kalkreiniger unter einem Euro, war es, wie ich damals noch in Deutschland war, da hat er 99 Cent gekostet. Ich finde dieses Produkt wahnsinnig gut, gerade für Armaturen im Badezimmer, in der Küche. Höchste Kalklösekraft, das stimmt. Also wie ich hier in das Haus eingezogen bin mit meinem Mann, unsere Armaturen, die waren so verkalkt, es hat so hässlich ausgesehen, es war schon richtig eklig. Und ich finde einfach, die Spüle in einer Küche, das ist so das Wahrzeichen. Ja, daran sieht man einfach, wie sauber ist jemand. So sehe ich das. Und von daher war mir das ganz, ganz wichtig, dass ich meine Spüle wieder sauber bekomme. Und dieses Zeug hier hat mir da echt bei geholfen. Also ihr tröpfelt das so drauf und dann fängt es an, ein bisschen zu schäumen. Und dadurch löst sich der Kalk und dann einfach mit so einem Magic Sponge, die es ja von Meister Propper gibt, da hinterher und alles kommt runter. Also ganz, ganz tolles Produkt. Mama hat mir auch eins in ihrem Paket geschickt. Das ist damals in einem Unboxing total untergegangen, weil ich nicht alles aus dem Paket rausgeholt habe. Und da war dann aber noch ein Denk mit Kalkreiniger drin. Also vielen, vielen Dank auch hierfür. Ich putze damit sehr, sehr gerne. So, dann hat sie mir Knaller, leider nur ein kleines. Sie hat mir Vollwaschmittel von Lenoir, hat sie mir besorgt, die Maus, auch wie süß. Finde ich mega, wie gesagt, die liebe Marion hatte mir das ja zugeschickt, ich habe es also schon getestet, ich weiß, wovon ich spreche, weil es gibt Waschmittel, das riecht in der Verpackung, riecht es sehr gut. Wenn man damit wäscht, riecht dann die Wäsche irgendwie total modrig. Das ist hiermit nicht. So, Sommerregen und weiße Lilie. Und mir kommt hier schon dieser Duft entgegen. Es riecht so, so, so toll. Also gerade in Kombination mit den Lenoir Softeners, mit den... Leute, helft mir aus, Weichspülern. Eure Wäsche, die riecht tagelang frisch, wenn ihr eure Schränke aufmacht, ja. Es kommt so ein richtiger frischer Duft entgegen. Also diesen Duft, weiße Lilie, Sommerregen, finde ich auch gnadenlos gut. Und gerade dieses Waschmittel in Kombination mit dem Aprilfrisch, glaube ich, wird der absolute Burner sein. Also vielen, vielen Dank, mein Schatz. Warum du da drauf schreibst, leider nur ein kleines, weiß ich nicht, weil, ja, das sind alles Dinge, ja, du hast dir so eine Mühe gemacht, das wäre wirklich nicht nötig gewesen, denn auch diese Maus, ja, hat mir eine E-Mail geschrieben mit den Worten, Sandra, ich habe da was Kleines für dich, ja, da sind wir dann wieder an dem Punkt, also entweder ihr habt ein anderes Vokabular oder ich, also ich verstehe unter was Kleinem ein Päckchen Kaugummi, ne? Ein Überraschungsei, eine Postkarte. Also diese Pakete, die ich hier bekomme, das ist der absolute Oberknaller schlechthin. Und dass ihr euch dann noch entschuldigt, weil es die kleine Größe ist oder nur ein kleines ist, nee, Mäuschen. Ja, also vielen, vielen Dank. Du hast dich da echt... Und es kommt ja noch was. Also es kommt ja noch ein Paket. Und mit dem ersten sind wir ja auch noch nicht fertig. So, dann geht es weiter. Mein Liebster steht hier drauf. Eine sehr große Packung. Also wenn man den jetzt mal so neben meinen Knödelkopf hält, ne? Ja, gucken wir mal. Zum guten Glück habe ich mir eine Schere mitgebracht. So. Gleich zwei Mäuschen. Du bist doch verrückt. Mensch. Oh, deutscher Kaffee. Bellarom Gold, 100% Arabica. Ja, da hat sie mir zwei Stück geschickt, meine Maus. Für neue Schätzeleins. Das wollte ich ja auch sagen. Es sind ja in den letzten Tagen verdammt viele dazugekommen, ne? Also erstmal, hallo auf meinem Chaos-Kanal. Pleiten, Pech und Pannen.
Ja, der hawaiianische Kaffee, der schmeckt mir leider nicht. Also ich bin eine absolute Kaffeetante. Ich kann nicht ohne Kaffee. Aber hier, was hier auf der Insel angeboten wird, ist für mich einfach nur Schrott. Es schmeckt alles sehr bitter, es schmeckt alles einfach nur eklig. Und dann trinke ich lieber doch keinen Kaffee. Ja, das kann man jetzt glauben oder nicht. Aber meine Schätzeleins, die sorgen dafür, dass wir hier immer einen Kaffeevorrat haben. Ich danke euch von Herzen. Also das ist wirklich der Wahnsinn. Gemahlener Röstkaffee. Ja, ich weiß gar nicht, ob ich den schon probiert habe. Weiß ich gar nicht. Naja, wir werden es austesten, ne? Ja. Vielen, 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 vielen Dank. So, ich habe jetzt kaum schon Platz. Und wie gesagt, wir sind ja noch nicht mal bei der Hälfte. Um Gottes Willen. So, dann haben wir... Nein! Oh Gott, wie süß! Oh, Maus! Oh, sie hat nochmal an meinen Maximus gedacht. Oh Gott, bist du goldig! Und zwar... diese Zahnbürsten von DM besorgt und die liebt Maximus. Na hoppala. Ach, wie süß. Und gleich dreimal. Guck mal. Oh. Ich sage, ihr seid so goldig, weil ihr denkt ja nicht nur an mich, ihr denkt ja an meine komplette Familie. Die liebt Maximus. Vielen, vielen, vielen Dank. Ich habe noch ein Päckchen von Mama. Also wir sind mit denen wirklich sehr sparsam wieder, weil es gibt hier solche Zahnbürsten, aber erstens sind die super teuer und zweitens mag die Maximus nicht so. Also die scheinen irgendwie einen anderen Geschmack zu haben. Ich weiß es nicht. Ist ja jetzt nicht so, dass ich die probiere. Ja, ich sehe es eben an seiner Reaktion. Und also diese Teile liebt er. Vielen, vielen Dank. Ich würde ihn ja herholen, aber der ist jetzt, glaube ich, mit Simba hier unterwegs. Die sollen jetzt mal ihr Ding machen, dann haben wir unsere Ruhe. So, dann hat sie mir echte Eukalyptus-Menthol-Bonbons, extra stark. Und Leute, das ist der Knaller, weil ich habe nämlich so ein bisschen Kratzen im Hals. Da werde ich mir nachher auf jeden Fall mal eins in die Luke schieben und hoffen, dass mein Kratzen weggeht, weil ich hoffe nicht, dass ich krank werde. Ne? Also... Eukalyptus-Bonbons, hatte ich die schon mal? Also von der Verpackung, ne, so grün, kommt mir das bekannt vor, aber ich weiß jetzt echt nicht, ob ich die schon mal gehabt habe. Naja, werden wir austesten. So, dann hat sie mir für meine Baby-Bodylotion-Sucht zu stillen, hat sie mir meine Creme besorgt. Die sieht ein bisschen anders aus jetzt. Ist es eine neue? Nee, ich denke nicht, oder? Ja, also für alle die auf meinem Kanal schon länger dabei sind, die wissen es, ich liebe die Baby Body Lotion. Die Duschgele, damit habe ich jetzt nicht so gute Erfahrungen gemacht, aber die Body Lotion ist der absolute Knaller, weil ich diesen Duft einfach so sehr liebe. Ich habe damals extra sogar eine leere Flasche in meinem Bad stehen gehabt, einfach, dass ich hin und wieder den Riechkolben dran hängen kann, weil ich diesen Duft so grandios gut finde. Und ich versuche jetzt mal ein bisschen was rauszuholen, einfach um zu sehen, ob das die gleiche ist. Ja, oh, es riecht so toll. Also ich weiß, ich habe ganz, ganz viele mit dieser Bodylotion angefixt. Wir können mittlerweile auch einen Baby-Bodylotion-Club eröffnen, ja. Dieser Duft, grandios. Ich weiß nicht, an was mich das erinnert. Wahrscheinlich an Deutschland, an schöne Zeiten, keine Ahnung. Ich werde von dieser Bodylotion einfach nicht müde. Ich kann die jeden Tag verwenden. Ich habe sehr viele Bodylotions. Wenn ich nicht weiß, was ich nehmen soll, nehme ich BB. Das ist einfach so. Weil sie, ja, sie zaubert auch so einen schönen, gesunden Glow auf die Haut. Ja, also es
ist einfach overall, es ist eine ganz, ganz tolle Bodylotion. Ich kann sie jedem ans Herz legen. Also wenn ihr das nächste Mal einkaufen geht, wenn ihr noch eine gute Bodylotion sucht, für wirklich günstig Geld für 400 Milliliter, schaut euch mal diese BB Young Care Bodylotion an. So, dann hat sie mir auch extra groß. Geil. Eins meiner liebsten Duschgele hat sie mir besorgt. Auch das steht momentan wieder bei mir im Badezimmer. Auch dieses Produkt habe ich viele mit angefixt. Habe ich oft auf Instagram gesehen, mit meinem Namen irgendwie verlinkt. Fand ich gnadenlos. Und zwar von Fahr Cream and Oil, Kakaobutter und Kokosöl. Ja, also das ist mit eins der besten Duschgele, was ich jemals gerochen habe. Wenn ihr daran riecht, aus der Flasche raus, ja, riecht es schon phänomenal gut. Unter der Dusche wird dieser Geruch noch leckerer, noch eleganter, noch intensiver. Und man muss dazu sagen, es steht zwar drauf und Kokosöl. Und ich weiß, viele mögen den Kokosnussduft nicht. Kokosnussduft nicht. Was ich persönlich ja nicht nachvollziehen kann, aber gut. Riecht trotzdem mal an diesem Duschgel, weil es wirklich nicht nach Kokos riecht. Ich habe sehr, sehr viele Mädels angefixt und viele davon mögen diesen Kokosduft einfach nicht und sie waren alle begeistert. Es ist ein einzigartiger Duft. Ich freue mich megamäßig darüber. Ich habe noch 2, 3 Backups. Wie gesagt, eins habe ich bei mir im Badezimmer. Aber ich werde jetzt auch anfangen, meine Duschgele als Handseife zu verwenden. Gerade die super gut riechenden, weil ja, ich muss ja nicht ständig zu Bath & Body Works rennen, wenn ich hier 75 Duschgele zu Hause habe. Intensiv pflegend, das stimmt, es ist auch wirklich sehr pflegend. Also wie gesagt, ich liebe es, mich nach dem Duschen einzucremen, aber bei den Farbprodukten ist es so, man müsste es nicht. Es trocknet die Haut nicht aus, es ist wirklich pflegend. Also Duschgel hier, Kakaobutter und Kokosöl, auch definitiv eine Kaufempfehlung von mir. Dankeschön! So, dann kommen wir, was haben wir hier? Oh, hier haben wir noch ein paar Kärtchen. Da steht nichts drauf. Grüße aus, sag ich jetzt mal nicht, ne? Nicht, dass du nicht willst, dass man weiß, wo du herkommst. Typisch, der Mann ist fertig und die Frau braucht noch 2 bis 3 Stunden. Geil, guckt mal. Knüller. Ja gut, also mit den Lockenwicklern, das bin ich jetzt nicht, aber ich brauche hin und wieder doch schon ein bisschen länger. Guck mal, der Hund mit der Handtasche. Ich brech ab. Und dann haben wir hier noch, lass es dir gut gehen. Ja, das mache ich ja gerade, ne? Also wie gesagt, heute habe ich einen absoluten Chill-Tag. Ich werde nachher noch ein bisschen aufräumen und ein bisschen putzen und werde hier auch mein Schminkzimmer auf die Reihe bekommen. Aber heute lasse ich es mir gut gehen, auf jeden Fall. Und gerade hier mit deinem super tollen Paket, also ich bin hin und weg. Vielen Dank. Oh, ich freue mich. Wird natürlich sofort an meine Wand gehängt. So, dann haben wir hier eine Box. Seid ihr noch da, Schätzleins? Alles gut? Ja, die Ohren müssen sich jetzt erst wieder dran gewöhnen, ne? Das ganze Gequassel. Ja, ich weiß. Glaubt mir. Ich lebe jeden Tag mit mir. Ich gehe mir oft auf die Nerven. Oh, wie cool. Holly Loves Pink Box. Eine Pink Box, die mega schwer ist. Also da bin ich jetzt echt mal gespannt. Oh, Milchreis. Von Dr. Edgar. Grießbrei nach klassischer Art. Esse ich momentan auch super gerne mit frischen Himbeeren obendrauf. Liebe ich. Nochmal Grießbrei nach klassischer Art. Dann hat sie von Haribo Crazy Python. Das sind diese Gummiteile mit dem Schaumstoff unten dran. Also es ist natürlich kein Schaumstoff, ne? Aber ich sage immer Schaumstoffteile. Die esse ich auch ganz gerne. Werde ich natürlich mit Schatzi teilen. Da freut er sich bestimmt.
Dann hat sie, jawohl, die originalen Goldbären von Haribo. Da weiß ich, die sind für meinen Mann, weil die mag ich jetzt nicht so gerne. Vielen Dank, dass du auch an meinen Mann gedacht hast. Und auch hier hat sie an meinen Mann gedacht. Haribo Colorado. Ja, auch die isst er hin und wieder ganz gerne, jetzt nicht ganz so oft. Also seine Favorites sind die normalen Haribos, aber auch hier greift er ab und zu ganz gerne mal rein. So, und dann hat sie mir noch, oh lecker, von Knorr Salatkrönung, einmal Küchenkräuter und einmal Siebenkräuter besorgt. Vielen Dank. Die Küchenkräuter, die hatte ich schon mal, die finde ich sehr lecker. Die Siebenkräuter kenne ich nicht. Bei uns gibt es heute Abend Lachs mit Käse-Brokkoli-Reis und einen Salat mache ich dazu. Und dann werde ich auf jeden Fall dieses Siebenkräuter-Zeug ausprobieren. Meine Leute wissen es, ja. Ich liebe Tütenessen. Und wie ihr seht, es geht uns gut, wir leben, ja. Also bei uns ist noch keiner vom Fleisch gefallen und ja. So, bisschen Kaffee nebenbei. Wie gesagt, mein Hals kratzt. Also vielen, vielen Dank hierfür und auch für die Boxen. Ja, also die Boxen, die werde ich auch nicht wegschmeißen. Das behalte ich alles hier für meine Schminksammlung, dass ich das ja, einsortieren kann. Und dann habe ich hier nochmal eine Pink Box. Wo habe ich meine Schere? Ich sehe vor lauter Wald die Bäume nicht mehr. Ich sehe vor lauter Bäume den Wald nicht mehr. Irgendwie wird es wieder stimmen. Ihr könnt es euch ja selbst zusammensetzen. Ah, hier habe ich noch ein Bonbon gefunden. So, die nächste Pink Box. Tada! Oh, oh, was ist das denn? Cats Schmusekissen. Och, wie cool. An Simba hat sie gedacht. Oh, ein Schmusekissen für Simba. Baldrian-Spielzeug. Ja, das braucht unser Faddy hier. Der braucht mal ein bisschen was zum Runterkommen. Der ist ja heute Morgen schon durchs Haus gerannt, als ob ihm der Kittel brennt. Also werde ich ihm nachher gleich hinlegen. Dann hat sie mir... Oh, das habe ich jetzt so oft auf Instagram gesehen, Leute. Balea Luxury Verwöhnmomente Golden Glamour Badesalz. Sinnlich orientalischer Verwöhnduft mit einem Hauch von Patchouli und Vanille. Dufterlebnis auf der Rückseite. Oh. 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 Leute, riecht das toll. Oh, bei uns ist es momentan so heiß, da will ich gar nicht baden gehen. Aber wenn ich dann sowas rieche, oh, riecht es gut. Ja, also vielen, vielen Dank. Ich habe von dieser Reihe noch gar nichts. Da gibt es ja jetzt, glaube ich, auch Duschgele, die total edel aussehen von Balea. Und Handcremes gibt es ja auch, ne? Und da freue ich mich, dass ich das mal austesten kann. Vielen Dank. Also wie gesagt, von der... Oh, das riecht so gut. Oh. Und dann hat sie mir noch Balea Badesalz Verwöhnmoment. Verwöhnt die Haut, inspiriert die Sinne mit Vanille- und Mandelmilchduft. Hallo. Oh, und das riecht auch so lecker. Mann, 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 Mann. Oh, da will man sich am liebsten Badewasser einlaufen lassen. So, dann hat mir die Maus von Milka. Was ist das denn? Von Milka so kleine Schokoeier. Da steht drauf Oreos. Also Oreo-Kekse, ne? Die sind ja hier ganz groß. Die kriegt man ja in, was weiß ich, in Kürbis und Minze. Und da kriegt man Oreos, bis es einem aus den Ohren rauskommt. Aber Milka Oreo kenne ich nicht. Die muss ich jetzt probieren. Leute, oh mein Gott, also für alle die, die Schokolade lieben, die Kekse lieben, also die Oreos,
Hier. This is the shit. Oh mein Gott, das schmeckt so, so, so lecker. Oh. Und da habe ich dann noch zwei Stück. Die hebe ich mir auf. Und dann hat sie mir ein Knusperei, Osterzauber, hat sie mir rein. Die kenne ich, glaube ich. Das sind so kleine Crispies drin, ne? Die finde ich auch sehr, sehr lecker. Auch hier, vielen Dank. Lege ich alles auf die Seite, kommt unten in meinen Schnabulierschrank rein. Dann hat sie mir von Tätisept Limited Edition Buttermilk Splash, hat sie mir besorgt. Wo ist denn hier der Duft? Ah, hier. Da ist es jetzt wieder vorne. Ne? Man weiß ja gar nicht mehr, wo man den Riechkolben hinlegen soll. Mmh. Sehr lecker. Sehr lecker. Ich hatte vor ein paar Wochen hatte ich irgendwas mit Buttermilch. Ich meine, das war von Rossmann. Wie ich die Tüte aufgemacht habe, ich war im Himmel. Der Duft war so toll. Leider war ich von der Stärke des Geruchs enttäuscht, wie ich es dann ins Badewasser reingekippt habe, weil ich einfach nichts mehr gerochen habe. Deswegen hoffe ich, dass das von Tätisept ein bisschen besser ist, weil Buttermilch, das ist ja doch schon ein sehr frischer Duft. Und ja, damit kann ich dann auch mal hier baden, ja, wenn wir dann 78 Grad draußen haben. Also da freue ich mich sehr, dass ich das von Tätisept mal ausprobieren kann. Es riecht sehr lecker. Mmh. So, dann hat sie mir dein Smoothie-Rezept, okay, für deine kleine Auszeit, mach dir den leckeren Smoothie für deinen perfekten Sommertag. Heidelbeer-Bananen-Smoothie-Rezept. Ja gut, das wird dann wahrscheinlich eher was für Schatzi sein, gucke ich mir nachher an. Meine Leute wissen es, ich mag keinen Bananen, esse ich nicht. Dann haben wir hier von Tätisept Limited Edition Breeze of Summer. Beach Feeling, nimm dir deine Auszeit vom Sommer inspiriert. Badesalz mit Zypressenöl und Meeresalge und Silberschimmer. Silberschimmer, das heißt, ich glitzer hinterher wie so eine Discokugel. Oh, auch ein sehr leckerer Duft, riecht sehr frisch. Also auch das ist ein toller Sommerduft. Dann haben wir hier Badekristalle immer cool bleiben. Mit Minze und Menthol, wenn es mal wieder heiß hergeht. Woo! Ja, ich bin ja so eine heiße Schnitte, ne? Überhaupt nicht eingebildet, nee. Ja, das sieht so aus. Okay, dann haben wir noch eins von Isana. Badesalz, Traumbad mit Lavendelöl und Vanilleextrakt. Und jetzt hier, meine Adresse. Vanille. Lavendel. Wenn jetzt noch Kokosnuss hier irgendwie enthalten wäre, dann würde ich mir es einrahmen lassen und würde es mir an die Wand hängen. Aber da freue ich mich wirklich megamäßig drauf. Da haben wir jetzt die Duftprobe hier oben. Da rieche ich jetzt nicht wirklich viel, aber hier freue ich mich wirklich sehr drauf. Ich habe ja auch Lavendel-Duschgel und Lavendel-Bodylotion. Also das werde ich dann alles miteinander verwenden. Jetzt natürlich nicht zusammen, ja, also nicht die Bodylotion ins Bad rein. Aber ja, entspannend und beruhigend. Ich muss sagen, Lavendel funktioniert bei mir wirklich. Ich schlafe hinterher besser, ich bin beruhigt, ich bin relaxter. Also es kann natürlich auch wieder mal eine Kopfsache sein, aber ich glaube an solche Dinge einfach. Und hatte das noch nicht. Ich weiß jetzt gar nicht, habe ich das hier? Muss ich nachher mal in meiner Zusatzsammlung schauen, aber verwendet habe ich es auf jeden Fall noch nicht. Das wüsste ich. So, och Maus, du bist doch der Brüller. Guck mal. Oh mein Gott, bist du geil. Och nein. Das ist ja, oh, das ist hier ja schon fast eine Simba-Box. Guckt mal. Oh Gott. Von Dreamies, die traumhaften Katzen. Ja, die traumhaften Katzen. Ich kann nicht reden. Oh Gott, hier, Wortkotze. Okay, jetzt klappt's. Mit leckerem Huhn, Dreamies, für Simba. Ja, die hat er geliebt in Deutschland. Dann Dreamies mit Käse, die gelben. Oh mein Gott, da geht der ab wie Schmidts Katze. Ja, Brüller. Und dann hat sie mir hier noch von Gimpet, weiß ich gar nicht, wo es diese Marke gibt, mit edlem Käse. Käserollis. Oh, wie cool.
Oh, dann wird er sich freuen. Dann wird er sich wirklich freuen. Und dann der absolute Knaller von ihr. Sie hat mir diese Katzensticks hat sie mir besorgt, weil es die hier auf der Insel nicht gibt. Fragt mich bitte nicht, warum, Schätzeleins. Wir sind über die komplette Insel, sind wir schon gedüst, waren in jedem Tierladen. Es gibt keine Katzensticks. Es gibt für Hunde, es gibt für Hunde alles. Es gibt für Katzen auch sehr viel. Aber genau diese Teile, die Simba so geliebt hat, die gibt es leider nicht. Ja, und da bin ich dann auch immer ganz sparsam. Und die kriegt er dann wirklich immer nur zwischendurch. Ja, nicht, dass er sich daran gewöhnt wieder und dann habe ich keine. Und das tut mir dann auch immer ein bisschen leid für ihn. Aber da bekommt er heute eins auf alle Fälle. Also vielen, vielen Dank, dass du da an ihn gedacht hast. Mit Lachsscholle und Zusatz von Katzengras. Na, das ist ja mal ein Leckerli. So, und dann hat sie mir noch von P2... Warte mal. P2 Luxurious Eyeliner Pen in der Farbe Pearl Taupe. Und wenn ich jetzt nicht ganz bescheuert bin, ist es dieser Eyeliner Pen, den ich damals immer für meine Augenbrauen verwendet habe? Das ist der. Leute, ich brech ab. Oh mein Gott. Ist der wieder im Sortiment oder ist das ein Backup von dir? Julia, da musst du mir Bescheid geben. Ich liebe diesen Eyeliner Pen. Guckt euch mal bitte diese Farbe an. Ich mach's mal ein bisschen dicker, dass ihr das seht. Das ist ein absolut grau-aschiger Ton. Damit habe ich immer meine Augenbrauen vorgezeichnet, ausgemalt, ja, wie auch immer. Ihr wisst es, ich bin ein absolutes, so ein Augenbrauen-Junkie. Also bei mir müssen die Augenbrauen wirklich Zwillinge und nicht Geschwister sein. Und mir ist es wichtig, dass es immer so perfekt wie möglich ist. Ich habe meine Tage, da klappt es und dann auch wieder nicht. Aber dieser Stift, wenn das der ist, ich bin mir nicht mehr, oh Gott, ich weiß, es war irgendwas mit Taupe. Aber Pearl Taupe, hat der einen Schimmer? Ich weiß es nicht. Also wenn das der ist, dann hatte ich euch den mal im Aufgebraucht-Video gezeigt. Ich habe fast geheult, weil ich so traurig war, denn ich habe kein Backup mehr. Werde den morgen sofort austesten. Hoffe, dass das der ist und dass da jetzt nicht irgendwie Schimmer mit drin ist, weil hier drauf steht Pearl Taupe. Da gucke ich mal. Aber vielen, 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 vielen Dank. Also jetzt auf den ersten Eindruck, könnte das funktionieren? Ja, also da schaue ich auf jeden Fall mal. Ich muss auch nachher mal gucken, ob ich vielleicht... Nee, ich habe kein Backup mehr. Ich weiß das. Hätte ich ein Backup, wäre der nämlich bei mir schon in Verwendung. So, meine Lieben, hier, zweite Box ist leer. Das erste Paket ist leer von der lieben Julia Maus. Ja, ich werde jetzt hier einen Cut machen, weil es kommt ja noch das zweite Paket. Aber ich muss jetzt hier erstmal ein bisschen aufräumen, weil ich habe keinen Platz mehr. Dann muss ich meine Speicherkarte leeren. Also für euch ist es ja nur eine Sekunde. Ne? Ihr macht mal kurz die Augen zu und zack ist die Mutti wieder da. Aber ich werde jetzt hier noch ein paar Vorbereitungen treffen, dass wir mit dem nächsten Paket gleich weitermachen können. Also bleibt dran, seid gespannt, holt euch was zu trinken, macht eine kurze Pipi-Pause, wie auch immer. Es wird auf alle Fälle gleich weitergehen. Was ist hier denn los? Sind wir ja nicht bei Norddotten. So. Lippenstift nachziehen, professionelle YouTuber machen das. Nehme ich mir jetzt mal ein Beispiel. Guck, dass nichts auf den Zähnen hängt. Und weiter geht's. So, meine Lieben. Ja, jetzt eine Stunde später. Ich wollte Ich wollte ja eigentlich die Sachen, die ich jetzt schon ausgepackt hatte, wollte ich ja jetzt schon wegräumen. Dann habe ich mir gedacht, wozu denn? Ich warte jetzt erstmal, was in dem nächsten Päckchen von meiner lieben Julia ist. Und dann räume ich nachher alles zusammen runter. Mittlerweile sehe ich wahrscheinlich ein bisschen verschwitzt aus und kleine Sturmfrisur, weil ich in der Zwischenzeit auch mit Maximus draußen war und meine Speicherkarte geleert habe.
Und ja, ich hoffe, ihr habt euer Getränk nachgefüllt, wart alle mal kurz auf der Pipi-Box, denn ich habe mal gerade eben in das zweite Päckchen reingeschaut und da kommt noch einiges. Also ich hoffe, dass jetzt die Speicherkarte mit einer Stunde 24 Minuten, dass uns das reicht, aber ich glaube schon. Es gab jetzt eine Weile von mir kein Video, von daher, ne? Ich weiß, ihr schaut meine Videos, meine langen Videos schaut ihr sehr gerne. Und ja, würde dann auch sagen, wir machen gleich mal weiter. Julia, mein Schatz, ich habe mir jetzt auch hier deinen Brief durchgelesen. Also vielen, vielen Dank für die lieben Worte. Ich freue mich da wirklich sehr drüber. Und ja, auch die Mühe, die du dir gemacht hast, ich schätze es wirklich sehr. Und ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Also ich trau mich fast gar nicht, hier in das zweite Päckchen reinzuschauen, weil auch dieses Paket ist voll bis oben hin. Es ist schwer ohne Ende. Ja, hier könnt ihr es sehen. Und ja, wo habe ich meine Schere? Gut, dass ich dann auch vorbereitet bin. Also, es geht los mit einer Karte, wo drauf steht Sorry, mit einem total süßen Affen. Wofür du dich jetzt allerdings entschuldigst, weiß ich nicht, Maus. Also, keine Ahnung. Aber die Karte ist der Knaller und auch die kommt natürlich an meine Wand. Dann geht es los mit einem Briefumschlag. Den schneide ich jetzt gleich mal auf. Und dann schauen wir zusammen rein. Oh mein Gott. Und auch hier alles voll mit Mask. Oh mein Gott, Maus, du bist doch verrückt, ey. Oh Gott, Knaller. Gucken, dass ich hier nichts vergesse. So, also, wir haben zweimal von Gliscour dieses Teilchen. Auch das kennt ihr von mir, denn ich liebe diese Dinger. Milliengloss, Soforthilfe, Intensivkur, hochkonzentrierter Glanz für stumpfloses, glanzloses Haar. Ich liebe Gliscour-Produkte, ich kann mich immer nur wiederholen. Hier finde ich den Duft besonders toll und hier muss ich wirklich sagen, dass man hinterher einen wunderschönen Glanz in den Haaren hat. Also diese Teile finde ich wirklich genial. Vielen Dank. Dann hat sie mir von Shebens die Erdbeer-Peeling-Maske reingelegt. Die liebe ich sehr. Habe ich gerade letzte Woche eine gemacht. Die finde ich wirklich ganz, ganz toll. Dann, auch sie kennt mich, meine Augen- und Lippenmaske mit Lifting-Komplex, die ich ja mittlerweile als Nachtcreme verwende für meine Augen. Für die Lippen verwende ich die nicht, das wisst ihr. Dann hat sie mir von Gliscour nochmal zwei Hyaluron-Haarauffüller reingelegt. Auch diese Teile finde ich sehr toll. Also Gliscour finde ich, wie gesagt, persönlich sehr, sehr gut. Dann hat sie mir von Luvos eine Hydromaske, belebt die Haut und spendet Feuchtigkeit mit Algenmeerwasserextrakt und naturreiner Heilerde. Die kenne ich, glaube ich, nicht. Nein. Ich habe mittlerweile aber eine sehr große Maskensammlung, muss ich dazu sagen. Da bin ich jetzt auch schon ein, zwei Mal gefragt worden, ob ich nicht mal meine Maskensammlung zeigen könnte. Also, wenn ihr da wirklich Interesse habt, dann hinterlasst es mir mal in den Kommentaren. Dann kann ich euch zeigen, was ich hier habe, meine Lieblinge, meine Masken, die ich jetzt nicht ganz so gerne verwende. Oder ja, kann euch zu der einen oder anderen vielleicht was sagen. Wenn ihr da Interesse habt, lasst mich es wissen. So, dann haben wir von Rival de Loop eine Detox-Maske. Ausgleichende Pflege, entspannend mit Phytinsäure und Gartenkresse. Okay. Optimaler Radikalschutz, limitierte Edition. So sieht dieses Teilchen aus. Das kenne ich überhaupt nicht. Bin ich sehr gespannt drauf. Eine Maske, die ich jetzt schon öfters in Videos gesehen habe. Viele sagen, sie ist gut. Viele sagen, sie mögen sie nicht. Die Himbeermaske Anti-Stress, beruhigt und regeneriert mit Shea Butter, Mandelöl und Mate-Extrakt für alle Hauttypen. Auch die kenne ich nicht. Dann meine geliebte Cleopatra-Maske für glatte und samtweiche Haut. Auch das ist ein Lieblingsprodukt von mir. Dann die Maske, die ich nie aussprechen kann. Tutanchamun-Maske. Beauty Deluxe, Antifalten, Straffung, Feuchtigkeit, brauche ich mittlerweile alles. Ja, ich bin ja auch keine 16 mehr. Sehr schön. Dann hat sie mir noch eine Feuchtigkeitsmaske von Shebens reingelegt. Soforteffekt erhöht die Hautfeuchtigkeit mit Aloe Vera, Avocado, Gurke und Urea.
Das hört sich wirklich sehr pflegend an, da freue ich mich auch drauf. Diese Feuchtigkeitsmasken, die verwende ich sehr gerne, wenn ich lange draußen war, wenn ich ein bisschen verbrannt bin oder ja, wenn ich einfach so zu viel Sonneneinwirkung hatte. Dann verwende ich mittlerweile sehr gerne so Feuchtigkeitsmasken. Dann hat sie mir von Veleda, eine Wildrose-Maske, glättende Pflegemaske, aufbauende Intensivpflege, kenne ich überhaupt nicht, habe ich noch nie gehabt, freue ich mich drauf, die zu verwenden. Dann hat sie mir von Balea Q10 Antifalten-Energiemaske, straffend, sehr gut, das brauchte Mutti. Von Balea Totes Meer-Maske, sehr schön, ich liebe alles mit totem Meer. Beugt Unreinheiten vor mit Totes Meerschlamm, klärend für unreine Haut. Oh, ich glaube, die Pause hat mir nicht so gut getan. Ich war vorhin in einem Redeschwall und ich muss dazu sagen, dass ich in den letzten Tagen wirklich null Deutsch gesprochen habe, außer mit Mama. Ja, also meine Deutschkenntnisse sind heute wahrscheinlich noch schlimmer als sonst. Gewöhnt euch dran. Ja, also hier die von Balea, da freue ich mich auch sehr drauf. Dann von Balea Feuchtigkeitsmaske, belebt die Haut spürbar mit Papaya-Extrakt, erfrischend für trockene Haut. Hört sich sehr fruchtig an. Fruchtig ist nicht ganz so mein Fall, aber ich probiere alles mal aus. Ne? Ich muss ja auch zu allem meinen Senf dazugeben. Dann haben wir Balea Perlenzaubermaske mit Extrakt der schwarzen Tahiti-Perle und Shea-Butter, verwöhnend für normale Haut. Ich finde auch die Verpackung von Balea mittlerweile richtig edel und schön. Also, Drogerie hat sich echt gemacht. Dann von Balea Paradise Island Maske. Gönnen Sie Ihrer Haut paradiesischen Urlaub, entspannend für jede Haut. Ja gut, also paradiesisch brauche ich hier jetzt nicht unbedingt. Ihr wisst es, ja, Paradies und ich, wir kommen nicht so zusammen. Hawaii und ich zumindest. Dann haben wir eine Schäbensmaske, Antipickelmaske, antibakteriell, vermindert den Hautfettgehalt mit Teebaumöl, Arganöl und Panthenol. Auch diese Maske kenne ich nicht. Also du hast mir hier sehr viele Masken reingelegt, die ich nicht kenne. Schäbens Peel-Off-Maske reinigt Poren tief, kenne ich auch nicht. Also Peel-Off-Masken ja, aber hier die von Schäbens, die kenne ich nicht. Dann hat sie mir von Schäbens Totes Meermaske reinigt intensiv gegen Pickel und Mitesser. Da kann ich dazu sagen, die finde ich sehr toll. Die habe ich nämlich letzte Woche angewendet. Das ist eine sehr große Maske. Ja? Das sind 15 Milliliter drin, steht drauf für eine Anwendung. Das hat bei mir für zweimal gereicht. Die trocknet an und dann rubbelt man sich das so runter und man hat hinterher eine sehr, sehr glatte und reine Haut. Also die finde ich richtig, richtig gut. Dann hat sie mir, oh Gott, 1, 2, 3, 4, noch 5-mal von Schäbens meine Augen- und Lippenmaske. Also ich komme mit Masken gar nicht mehr hinterher. Vielen Dank. Und dann hat sie mir nochmal die reinigende Maske von Balea, porenverfeinernd. Ja, auch sehr schön. Von Balea die Peel-Off-Maske, klärt das Hautbild und pflegt mit Hammermelis. Die hatte ich jetzt, ich glaube, vor 3 Tagen drauf. Ich weiß nicht warum, aber aus irgendeinem Grund hat die bei mir gebrannt ohne Ende. Ich habe die schon mal verwendet, da hatte ich keine Probleme, aber das letzte Mal hat sich das echt angefühlt wie Feuer. Ich werde es nochmal austesten und werde euch wissen lassen, ob ich die jetzt gut oder nicht gut finde. Aber ich werde sie ausprobieren. Und dann noch von Balea Milch- und Honigmaske, regenerierend. Ich finde diese Maske ganz, ganz toll, weil ich einfach diesen Milch- und Honiggeruch so toll finde. Also da fühlt man sich gleich so ein bisschen, wie nennt man das, so wie im Spa. Ich weiß nicht warum, aber das erinnert mich einfach an Spa und Wohlfühl und Wellness. Also die finde ich ganz toll. Und dann haben wir hier noch die letzte von Balea, die Erdbeer-Milchproteinmaske, entspannend für normale Haut. Auch die kenne ich, auch die mag ich. Sie hat zwar einen sehr fruchtigen Geruch und ja, man riecht so ein bisschen wie ein Erdbeerfruchtzwerg. Aber wenn man sich die Maske dann von der Haut genommen hat, hat man wirklich ein ja, sehr entspanntes Gefühl, eine schöne Haut, einen leichten Glow auf der Haut. Finde ich auch sehr, sehr gut. So, das sind jetzt also mal die Masken und die Glisskur-Teile, die mir meine Maus zugeschickt hat. Vielen, vielen Dank. Ich muss mich hier jetzt mal anders hinsetzen, weil ich glaube, jetzt wird es vom Platz her nämlich ein bisschen knapp.
Das Paket ist, wie gesagt, voll bis oben hin. Jetzt habe ich hier, glaube ich, die Kamera ein bisschen verschoben. Tut mir leid, Schätzeleins. Ich hoffe, ihr könnt noch was sehen. Das ist jetzt mal das Paket. Ja, also auch das ist nochmal, ne? Und alles eingepackt ist ein bisschen wie Weihnachten, Ostern, Geburtstag für die nächsten 10 Jahre. Also, dann würde ich sagen, wir legen mal los. Total süß, das Papier. Guckt mal, mit Pinselchen und Rouge und, oh, wie süß. Will man fast gar nicht kaputt machen. Wo ist meine Schere? Ja, genau. Will man fast gar nicht kaputt machen und dann hier ganz radikal geht der Mutti mit der Schere ran, ne? Mhm. Macht auch Sinn. So, also, hier haben wir einmal von Aven ein Thermalwasser, was ich wirklich sehr gut finde. Nee, aufmachen möchte ich es jetzt nicht, weil ich habe eins da oben stehen. Ich finde diese Thermalwasser sehr gut, egal ob von Balea oder von Aven. Bei den heißen Temperaturen, die wir hier haben, ich habe immer eins in der Handtasche für unterwegs, einfach mal zur kurzen Erfrischung. Es ist natürlich nichts Langanhaltendes, aber ich liebe die Thermalwasser. Also vielen, vielen Dank, weil sie weiß, dass ich hier auf der Insel an solche Teile einfach nicht rankomme. So, dann auch dieses Papier, irgendwie so simpel, aber trotzdem total süß. Da steht nichts drauf. Es kommen nämlich gleich noch ein paar Pakete, da steht auch was drauf. So. Seid ihr auch so aufgeregt? Ich bin da wie ein kleines Kind. Das war mir ganz schlimm. Oh, wie cool! Ja, auch meine Maus, huch, hat an mich gedacht, wie sie in der Zahnbürstenabteilung war und hat mir hier drei von meinen liebsten Zahnbürsten geschickt, und zwar von Dr. Beth. Die mit den Zahnzwischenräumen oben, ja, da habe ich mittlerweile ganz, 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 ganz viele. Und ich denke auch, dass ich ein paar mit ins Kinderheim nehmen werde. Aber da gehen wir dann auf meinem Vlog nochmal ein bisschen näher drauf ein. Das sage ich euch dann, was ich so für mich gepackt habe, was ich schon alles abgegeben habe. Und weil ihr ja auch alle geschrieben habt, also zumindest meine Schätzeleins, die mir schon mal was zugeschickt haben, dass es okay ist, wenn ich eben auch das ein oder andere abgebe. Ne? Und die Kinder, die brauchen da unten nicht 30 Kilo Schokolade, aber ich denke, so eine gute Zahnbürste hin und wieder ist super. Also vielen, vielen Dank, mein Schatz. Ich freue mich. Dann geht es hier weiter. Die pure Erfrischung, schreibt sie hier. Das hört sich an wie mein Balea Aqua Spray. Ja. Oh, wie cool. Die gibt es ja mittlerweile wieder, ne? Also, ich wusste gar nicht, dass es so eine Limited Edition ist. Ich habe echt gedacht, dass es die das ganze Jahr über gibt bei DM. Aber das kommt wahrscheinlich erst wirklich im Frühjahr raus. Und habe ich nämlich jetzt hier, so sieht das schöne Stück aus, habe ich nämlich in den letzten Tagen wieder öfters auf Instagram gesehen. Und ja, sprüht man sich dann einfach ins Gesicht. Und es ist eine pure Erfrischung. Ich liebe dieses Zeug. Also ich habe meinen Mann damit auch angefixt, wie wir letztens im Garten draußen saßen. Ich habe mich dann andauernd mit dem Wasser eingesprüht und irgendwann kam er, nimmt mir die Puddel weg und, ne? Oh, das fühlt sich aber schön an. Ja, also manchmal muss man Menschen eben zu ihrem Glück zwingen. Und mittlerweile findet er die Dinger auch ganz toll. So, dann geht es weiter. Hier, wenn es mal schnell gehen soll, bei mir nicht wegzudenken. Okay? Also schnell muss bei mir eigentlich kochen sein, weil ich jetzt nicht so die Koryphäe in der Küche bin und auch da nicht wirklich die Geduld habe. Oh! Denk mit feuchte Allzwecktücher mit Zitrone, Grapefruit. Cool! Die kenne ich noch aus Deutschland. Da hatte ich nämlich immer die blauen, das war, glaube ich, Ocean Fresh. Die fand ich total toll. Die habe ich immer für die Küche benutzt. Oh, ja, riecht sehr zitrisch, aber es ist mehr Grapefruit. Ui, das kommt bei mir sofort unten in die Küche. Ich liebe solche Teile, weil man damit einfach immer ganz schnell was wegwischen kann, ohne dass jetzt groß C war und dann Desinfektionsmittel und ne. Bei mir muss immer alles schnell gehen.
So, dann haben wir hier ein kleines Päckchen. Da steht auch nichts drauf. Ich muss mir angewöhnen, die Schere auf einen Fleck zu legen. Ich gucke andauernd nach meiner Schere. Das Papier, guck mal, mit Lippenstift und Kettchen und oh Gott, wie süß. Ich glaube, das sind Lidschatten. Kann das sein? Das ist nochmal in so Folie, in Knisterfolie eingepackt. Ja, das sind Lidschatten und zwar von Essence, einmal like an unforgettable kiss. Gehe ich mal ganz stark davon aus, dass das eine LE war. So. So ein wunderschöner Fliederton. Guck mal, und dann so ein toller Kussmund. Die Prägung. Oh, da will man ja schon fast wieder nicht rein mit den Touchern, ne? Und dann einmal aus der Essence Bloom Me Up LE. Da, diesen Lidschatten, den habe ich. Das weiß ich, weil ich den nämlich sehr, sehr gerne verwende. Und zwar ist es die Farbe Rose It Up. Auch eine wunderschöne Prägung. Ganz, ganz toll. Und ja, da ich diesen Lidschatten schon habe, würde ich den gern in die Box fürs Kinderheim reinlegen. Also wenn du damit kein Problem hast, liebe Julia, lass es mich wissen. Ja, ich denke, die Mädels, die werden sich da auf alle Fälle freuen, weil das ist ein ganz, ganz toller Lidschatten. Dann geht es weiter mit diesem Teilchen hier. Da steht auch nichts drauf. Das ist relativ schwer. Maus, bist du verrückt? Oh mein Gott, guck mal. Sie hat mir von P2 die kompletten Lippenstifte aus dieser Reihe besorgt. Ja gut, die kompletten nicht. Also es geht los mit 0,20, dann haben wir 0,30, 0,40, 0,50 und 0,60. Oh, Maus, du bist doch verrückt, ey. Um Gottes Willen. Was hast du denn dir für eine Mühe gemacht und Geld ausgegeben? Also, ich bin immer wieder von den Socken, wenn es heißt, Sandra, darf ich dir eine Kleinigkeit schicken? Ich würde dir mal gerne Freude machen. Wisst ihr eigentlich, was für eine Freude ihr mir macht, wenn ihr mir eine Postkarte schickt? Ja, da müsst ihr doch nicht weggehen und müsst so viel Geld für mich ausgeben. Oh, Leute, Leute. Und guckt mal, wie schön die sind. Oh, wie schön. Und gerade, oh, was ist das? Was ist das denn hier für eine Farbe? Soft Apricot. Ja, der sieht so toll aus. Oh, so ein richtig schönes Apricot Nude. Oh. Nee, riechen tun sie nicht. Oh, und cool, die klicken so richtig ein, dass man auch weiß, wann sie unten angekommen sind. So, dass man sich die auch nicht kaputt macht. Vielen Dank. Oh, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll, Mensch. Guck mal, die komplette Reihe habe ich jetzt hier stehen. Oh, Dankeschön. So, dann haben wir hier etwas Leichtes. Simba spinnt hier übrigens vor sich her, rennt hier rum, als ob er von der Biene gestochen ist. Naja, das schadet seinem dicken Hintern nichts. So, was haben wir denn hier? Das könnte ein Blush sein. Ist das ein Blush? Oh, von Essence, aus dieser Cinderella Disney LE, dieser Highlighter Powder. Und guckt euch diese Stanzung an. Menschenskinder. Ganz viele kleine Röschen und auch wie schön.
Nee, also auch da touche ich jetzt nicht rein, weil ich den einfach noch so eine Weile erhalten lassen will. Ich bin da ja so ein kleines Opfer, ne? Was ja total bescheuert ist. Aber ich weiß, ihr könnt es nachvollziehen, zumindest 95%. Die anderen 5% sind auf meinem Kanal wahrscheinlich falsch. Weil wenn man sich meine Videos anschaut und wenn man mein Gequassel durchhält, dann muss man einen kleinen Spleen haben. Denn wir wissen es ja alle, so ganz normal bin ich ja auch nicht. Also vielen, vielen, vielen Dank. Dann haben wir etwas Schweres. Wieso rüttel ich denn eigentlich immer dran? Macht die Aufregung wahrscheinlich noch ein bisschen größer. So. Oh, meine Fußcreme. Wie cool. Ja, also auch hier, die kennt ihr von mir mittlerweile schon. Denn auch die halte ich immer wieder mal in die Kamera. Ihr wisst es, Fußpflege ist mir sehr wichtig. Und ich finde die Urea-Creme von Balea finde ich fantastisch. Ich liebe diese Creme. Ich möchte nicht mehr ohne sie sein. Ich glaube, ich habe jetzt, keine Ahnung, mit diesen zwei, die mir meine Julia Maus geschickt hat, habe ich jetzt, glaube ich, insgesamt 5, 6, ich weiß es nicht. Eine hat mein Mann bei sich im Bad, eine ist bei mir gerade am Leergehen. Also ja, ich habe jetzt Backups ohne Ende und habe keine Entschuldigung, ungepflegte Füße zu haben, was bei mir ja eh nicht der Fall ist. Ne? Also immer auf die Füße achten, Schätzeleins. Gerade jetzt, es ist wieder Sandalenzeit, ja, schön mal ein bisschen Fußpflege betreiben, tut keinem weh. Balea Fußcreme, ganz, ganz toll. Vielen Dank. So, dann hat sie hier mal was anderes mit Herzchen. Okay, es raschelt. Mal was anderes. Oh, oh, Jokorette Limited Edition. Oh, komm raus. Brombeere und Vanillegeschmack. Oh mein Gott, wie lecker. Ich liebe Jokorette. Jogurette ist so lecker, aber nur, wenn man die frisch aus dem Kühlschrank holt. Wenn die so richtig kalt ist und wenn die so knackt, wenn man reinbeißt, werde ich mir sofort in den Kühlschrank legen. Vielen Dank. Gibt es hier Jogurette? Nee. Mm-mm. Ich meine, dass ich hier Jogurette noch nie gesehen habe. Also das ist für mich auch auf jeden Fall ein Highlight. Vielen Dank. Super. So, dann haben wir hier, ja, sieht aus wie eine Tube. So. Leute, bei mir sieht's aus. Das kann ich euch nachher auch mal filmen, ne? Weil, bei vielen YouTubern sieht es ja dann immer so aus, als ob alles perfekt ist. Und ihr kennt ja mich, ich habe ja so ein Ordnungsfimmel, ne? Also die Amerikaner, die nennen das OCD. Das ist so eine Krankheit. Und ich nenne das einfach I like my shit clean. Also normalerweise mag ich es echt sauber. Und so wie es hier gerade aussieht, das ist überhaupt nicht mein Standard. Das zeige ich euch nachher mal. Jawohl, oh wie cool! Mein liebstes oder mit eins meiner liebsten Peelings und zwar von Nivea Creme Peeling. Ich kann immer nur wieder sagen, wenn ihr auf saubere Düfte steht, ja, dann schaut euch wirklich mal dieses Peeling von Nivea an. Ich liebe es. Ich habe es momentan gerade bei mir in der Dusche stehen und dann habe ich noch ein Backup. Ein Backup oder zwei? Ich weiß es gar nicht. Aber auch hier könnt ihr euch sicher sein, das wird bei mir nicht schlecht. Ja, also ich verwende das wirklich sehr, sehr gerne. Ich bin auch jemand, ich peele meine Haut sehr gerne. Ich verwende es jetzt nicht jeden Tag, aber so, ja, 2-3 Mal die Woche auf alle Fälle. Ne? Oh, vielen Dank. Ich liebe diesen Duft. Der ist so toll. Und diese Peeling-Körner, die da drin sind, die sind jetzt nicht super grob und auch nicht super klein. Es ist so ein Mittelding. Also ihr könnt euch da wirklich die Haut mit peelen. Ne? Ihr werdet einen Effekt merken, auf jeden Fall. Und der Duft alleine, das ist Duscherlebnis for itself. Also ganz toll. So sauber. Oh. Mega, mega. Vielen Dank. So, dann geht es weiter. Hier, meine Schere.
Ich würde ja sagen, schreibt mir, wo ich meine Schere wieder hingeschmissen habe. Aber ihr braucht ja immer so lange, was das Antworten angeht, ne? Jet the Light. Müssen wir dran arbeiten. Oh Gott. Da komme ich gar nicht dran. Und dann ist es innen drin nochmal eingepackt. Also, da hast du dir richtig Mühe gegeben mit dem Einpacken. Oh, wie cool. Wie cool. Wartet. Ich glaube, ich weiß, was es ist, aber nicht, dass ich euch jetzt was Falsches erzähle. Ja, und zwar von Balea die Cremeöl Body Lotion, trockene, beanspruchte Haut mit Mandelöl und Marula-Nussduft. Ich liebe diese Creme, ich liebe sie. Ich glaube, die habt ihr, war das im letzten Aufgebraucht-Video? Ja, ne? Im letzten Aufgebraucht-Video habe ich euch die gezeigt und hatte euch auch erzählt, dass ich kein Backup mehr habe und freue mich deshalb umso mehr. Also, weil ich mag das halt, diesen Ölanteil, ne? Ich weiß, viele mögen das nicht, weil es so einen Film auf der Haut hinterlässt, aber gerade den finde ich so toll. Und dann haben wir hier, was ist das denn? Balea Urea Handcreme plus 33% gratis für sehr trockene Haut. Die kenne ich nicht. Also das ist wahrscheinlich jetzt genau das gleiche wie die Fußcreme, die ich euch gerade gezeigt habe, nur eben als Handcreme. Ich habe momentan einige Handcremes hier, von daher wird es jetzt wahrscheinlich eine Weile dauern, bis ich mich an die rangearbeitet habe. Aber auch hier freue ich mich sehr, weil Urea ist natürlich der Knaller, was Pflege angeht. Aber mich würde es jetzt mal interessieren, wie die riecht. Weil ich finde, die Fußcreme, die riecht nämlich auch sehr lecker. Gucken wir mal. Hoppala. Da kam schon was raus. Also es möchte von mir verwendet werden. Und dann gucken wir mal. Oh. Ein ganz sanfter, pudriger Duft. Ein bisschen süßlich. Oh, sehr lecker und es pflegt. Oh mein Gott, man hat babyweiche Hände. Gucken wir mal, wie lange es dauert, bis sie einzieht, weil ich mag ja eigentlich keine Handcremes, die Ewigkeiten dauern, bis die eingezogen sind, weil man ja sonst überall Fingertapser hat, ja? Und meine Schätzeleins wissen ja, da kriege ich ja pantomimisches Herpes, ja? Weil, oh, Fingertapser ist für mich ganz schlimm. Man merkt, sie braucht ein bisschen länger, bis sie einwirkt. Also das wäre für mich jetzt eine Handcreme, die ich mir in mein Nachtschränkchen geben würde. Ja, also neben meinem Bett. Und dann die Finger eincremen, bevor ich ins Bett gehe. Sie ist sehr pflegend. Sie ist sehr, sehr pflegend. Wirklich ganz weiche Hände. Und der Geruch ist der Knaller. Oh, sehr lecker. Vielen, vielen Dank. Also auch hier, das ist für mich was Neues. Balea Handcreme. Habe ich vorher noch nicht getestet. So, dann geht es weiter. Oh mein, Maus, du bist doch verrückt, ey. Das komplette Paket ist noch voll. Bis oben hin. Ja. Machen wir heute wieder ein Rekordvideo. Und Julia ist schuld. Ne? Also auf mich dürft ihr nicht sauer sein. Müsst ihr jetzt alle Julia schreiben. Oh. Lidschatten. Und zwar von Essence, einmal aus der Viva Brasil LE, ein ganz, ganz tolles Lila. So, jetzt habe ich mir die Finger eingecremt, jetzt kriege ich die Dinger nicht mehr auf. Ganz toll. In der Farbe 03 KK Carnival, also ein Burner Lila. Und dann hier nochmal aus dieser Essence Blue Me Up LE, ein Grünton, den habe ich nicht, den behalte ich natürlich. In der Farbe 03 Blow My Mint. Ja, sehr originell. Auch hier wieder dieser wunderschöne Druck und Prägung in einem ganz, ganz tollen Mintgrün. Oh, wie schön! Ich habe jetzt im Übrigen hier eine neue Lidschatten-Organisation. Ja, also ein neues System. Das kann ich euch demnächst auch mal zeigen, weil diese Boxen, die ich ja zugeschickt bekomme, ne, die haben ja auch einen Deckel und diese Deckel, die habe ich jetzt verwendet. Ja, wird bei mir nichts weggeschmissen. So, dann das nächste Produkt hier in einem schönen Türkisblau. Da haben wir, jawohl,
Von Balea meinen zarten Reinigungsschaum mit Lotusblütenextrakt. Ich liebe dieses Gerät. Auch hier habe ich mittlerweile viele Backups. Mein Mann benutzt momentan eins, weil er das ausprobieren möchte. Er findet es sehr gut. Davor hatte er eins von The Body Shop. Das fand er ganz schlecht. Und hier ist er momentan sehr angetan. Ich glaube, ich habe jetzt noch 6, 7 Stück. Ich weiß es nicht. Eins ist jetzt gerade leer gegangen. Ein neues habe ich jetzt in die Dusche. Und ja, finde ich wirklich super. Es nimmt sehr reinigend euer Make-up vom Gesicht. Es brennt bei mir nicht in den Augen. Es hinterlässt keine Rötungen. Der Schaum, der da rauskommt, ist super fluffig und fest. Man muss nicht schütteln. Und auch der Duft von diesem Zeug ist sehr, sehr gut. Und sehr ergiebig. Sehr ergiebig. So, jetzt hat hier gerade mein Handy geklingelt. Jetzt gucken wir mal. Okay, Instagram, das hätte nämlich auch mein Mann sein können. Der kommt jetzt wahrscheinlich gleich zum Mittagessen nach Hause. So, dann geht es weiter. Gott, oh Gott, oh Gott. Hier, auch wieder dieses grüne Papier. Und hier haben wir, du bist doch verrückt, ey, oh mein Gott. Meinen heiligen Gral hat sie mir besorgt. Von Balea, 4-mal, bescheuert bist du, echt, also du kriegst auch mit einer der den dicksten Knutscher, den du jemals in deinem Leben bekommen hast, wenn du mich irgendwann mal persönlich zu Gesicht bekommst, ja, aber gleichzeitig auch so einen kleinen Arschtritt, ne, weißt du Bescheid, Mäuschen. 4-mal, ja, Make-up-Entferner. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich schminke mich momentan so gut wie gar nicht. Also gestern habe ich ein Bild auf Instagram gepostet oder vorgestern. Da hatte ich Gesicht gemalt, heute habe ich Gesicht gemalt. Aber ich schminke mich momentan kaum. Und deswegen brauche ich auch kaum Make-up-Entferner. Aber ja, ist natürlich super hier zu haben, weil ihr wisst es, alles was ich hier bis jetzt auf der Insel ausprobiert habe, meine Augen haben gebrannt und es ist, war alles nicht so das Wahre. Ja, ich finde Balea Augen-Make-up-Entferner finde ich toll. So, dann haben wir hier wieder was in Lila. Huch, das raschelt. Ich hoffe, da ist nichts kaputt. Cool. Okay, also, wir haben einmal, kleinen Moment, einen Lippenpflegestift von BB. Ihr wisst es, ich liebe BB. Und zwar dieser türkisgrüne Intensive Care. Ja, finde ich sehr schön. Und dann hat mir meine Maus, Balea Antifalten Augenpads Q10 hat sie mir reingelegt, 2-mal. Da bin ich ja immer ein bisschen sparsam mit, weil es gibt hier solche Pads, aber ich für mich muss sagen, dass diese Balea Q10 und diese Hydro-Teile von Reval de Loop, das sind für mich die besten Augenpads ever. Ja? Und ich bin da immer ein bisschen sparsam mit und ich habe noch zwei Backups, 3 Backups, ich weiß es gar nicht. Sobald ich aber eins aufbrauche, geht mein Backup-Herz los zu rasen und ich kriege Blutdruck und ich kriege Schnappatmung. Und jetzt kann ich wieder verwenden. Finde ich mega, mega gut. Schaut euch die auf alle Fälle mal an. Ich weiß, sie sind nicht günstig, aber sie sind wirklich sehr gut und sehr effektiv. So, dann haben wir hier, das hört sich nach Duschgel an und fühlt sich auch nach Duschgel an. Es ist nämlich relativ schwer. So, wenn mein Mann jetzt hier gleich reinkommt, der denkt auch. Nationalschutz. So, wir haben von Palmolive, oh, ihr seid der Wahnsinn, ja, von Palmolive mit Macadamiaöl, Kakao und Feuchtigkeitsmilch, ein Doppelpack, worüber ich mich sehr freue. Ihr wisst es, ich kann mich immer nur wiederholen, Palmolive Duschgele sind einfach die besten Duschgele ever, ja, zusammen mit Fahr, mit diesem Produkt, was ich euch vorhin gezeigt habe. Super Pflege, super Duft, ganz tolles Duscherlebnis. Ich mag es, ich liebe sie und bin sehr froh, dass ich da mittlerweile sehr, sehr viele Backups habe und werde diese Teile jetzt eben auch als Handseife verwenden, weil ich finde, dass sie auch sehr pflegend sind und sie riechen toll. Gut, dann haben wir nochmal ein Päckchen. Das könnte auch nochmal Duschgel sein. Hast du
du überhaupt irgendwas im DM stehen gelassen, Maus, wie du einkaufen warst? Die haben dich doch bestimmt angeguckt, als ob du nicht mehr alle Latten auf dem Zaun hast, oder? So. Hier. Palmoliv mit Olive und Feuchtigkeitsmilch. Das ist hier... ihr wisst Bescheid. Ja? Mega tolles Duschgel. Habe ich gerade in der Dusche stehen, habe ich gerade als Handseife. Mein Mann hat letztens auch damit geduscht, weil er hat momentan eins von Darf. Das verträgt er aber nicht so. Er hatte kein anderes hier. Dann habe ich ihm eins von Palmolive gegeben, dieses grüne. Und auch er mag es sehr, sehr gerne. Also ein, wie nennt man das? Ein Uni-Duft, ja, den jeder verwenden kann, wenn man auf Olive steht. Ganz, ganz, ganz toll. So, dann haben wir hier... Hilfe! Ich bin total nötig. Ich zitter auch richtig, ohne Witz. Also, das ist echt der Wahnsinn, was wir manche Schätzeleins auf die Beine stellen, ne? Jawohl, von Balea meine Aqua-Feuchtigkeitscremegele mit Blaualgenextrakt. Die finde ich sehr gut. Gerade jetzt, also ich habe ja mitbekommen, dass bei euch jetzt so langsam der Sommer kommen soll. Wenn ihr da noch etwas für eure Haut sucht, ja, mit viel Feuchtigkeit, aber jetzt nicht groß fettend, dann schaut euch diese Creme mal an, die ist wirklich spitzenmäßig. Der Geruch, der ist sehr, ja, aquatisch, ja, das neue Wort, was ja momentan jeder verwendet. Also sehr frisch, sehr, ja, nicht blumig und nicht floral, aber ein sehr, sehr frischer, sportlicher Duft. Ich mag ihn sehr gerne. Man kann hinterher sofort das Make-up auftragen, ohne dass einem irgendwie da was verwischt oder in die Fältchen kriecht. Ja, ich habe mittlerweile Fältchen, ja, da brauchen wir nicht außenrum reden, das ist so. Ganz toll, habe ich mittlerweile, ich glaube, 4 Backups. Eins ist in Verwendung, das dürfte jetzt in den nächsten 2 Wochen auch leer gehen, also... Und weiter geht's. Oh mein Gott. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. So. Dann haben wir hier ein Pöttchen. Oh, ich glaube, ich weiß, was es ist. Und zwar von Essence, mein geliebtes Make-up. Mein Mousse-Make-up. Habe ich recht? Habe ich recht? Ja. Soft Touch Mousse Make-up in der Farbe 03 Matte Honey. Hier. Und, oh, da hängt ja noch was dran. Hoppala. Hätte ich jetzt fast übersehen. Und zwar Essence Viva Brasil, ein Blush, ein sehr intensiver Blush. Also, ich bin ja, was Lippen und Wangen angeht, bin ich ja immer so ein bisschen zurückhaltend. Ich versuche es immer wieder mal, Farbe zu verwenden. Und es ist auch ein sehr, sehr schöner Blush, ja, also das wäre jetzt für mich so ein Herbst-Winterton, einfach um so ein bisschen Frische ins Gesicht zu zaubern. Werde ich mich rantrauen, ja, das ist die Farbe 01 I Love Brazil, ja, also absolute Knallerfarbe. Ob sie für mich gemacht ist, das sehen wir dann. Gut, dann geht es weiter. Was haben wir hier? Fühlt sich weich an, steht auch nichts drauf. Oh, meine Lieblinge, ja nicht Lieblingsmaske, aber ich finde sie wirklich sehr, sehr toll. Habe ich euch jetzt auch in den letzten Wochen schon mehrere Male gezeigt. Auch meine Marion-Maus hat da an mich gedacht und zwar von Balea ist es die Aquatuchmaske. Die finde ich super. Das ist wie gesagt eine Tuchmaske mit Löchern. Man sieht aus wie Honk der Frauenmörder, also ganz schlimm. Am besten nicht die Tür aufmachen, aber sie ist super simpel. Einfach oben aufreißen, das Tuch raus, auf die gereinigte Haut auftragen, 10, 15 Minuten einfach mal ein bisschen relaxen, ja, die Schnuffel halten, ja. Und wenn ihr dann diese Maske abnehmt oder dieses Tuch abnehmt, werdet ihr wirklich einen Unterschied zu eurer Haut sehen. Ihr seht gesünder aus, die Haut sieht genährt aus, die Haut sieht prall aus. Ich finde sie wirklich mega toll. Ich werde sie heute Abend auch wieder auflegen. Ich werde mich nachher nämlich ein bisschen raus in den Garten legen.
Das heißt, ich habe also wieder Sonneneinwirkung, Sonnenstrahlung. Und ich denke, wenn ich dann heute Abend ins Haus komme, dann ist man wieder ein bisschen gerötet. Und so eine Tuchmaske drauf und ihr werdet den Unterschied merken. Ganz, ganz, ganz toll. Große Kaufempfehlung von mir. So, dann haben wir hier... Leute, was ist denn jetzt los? Jetzt fliegt mir alles aus den Händen. Also, jetzt haben wir hier dieses Päckchen. Menschenskinder. Ich sage, ich bin total neben der Spur, ey. Oh, Tampons. Und zwar OBs. Ja. Also auch Tampons ist bei uns etwas, es ist ein sehr teures Produkt. Ja, also man muss ja fast schon, ja, sagen, ein Luxusprodukt. Man muss es sich leisten können, die Periode zu bekommen. Also das ist der Wahnsinn. Statt 56 jetzt 64 Tampons für Sie. Ja, für ihn wäre schlecht, weil, ne, gut. Können Sie vielleicht sich in die Nase stecken. Und dann haben wir hier noch ein Päckchen. Könnten auch nochmal Tampons sein, von der Verpackung her. Ja, und zwar Tampons, die Originalen. Braucht man als Frau immer, ja, also egal ob jetzt morgen oder in 3 Jahren, also ich denke nicht, dass die irgendwie schlecht werden, von daher super. Dann geht es weiter hier, oh, ich glaube, da weiß ich, was es ist, das könnte meine Balea-Creme sein, die Shea-Nuss-Kokosnuss, von der ich euch vorhin erzählt habe. Ja, und es ist so. Zweimal hat meine Maus an mich gedacht. Ich freue mich wahnsinnig. Ich habe eine Creme, nein, 2 Cremes habe ich schon mit ins Kinderheim genommen. Einmal für das Jungsbadezimmer, einmal für das Mädchenbadezimmer. Und die Mädchen, die waren so begeistert, ja. Die haben sich eingeschmiert und waren nur noch an sich am Riechen. Und ja, deswegen habe ich jetzt natürlich 2 Stück weniger. Und mein Mann verwendet diese Creme auch sehr gerne. Von daher habe ich jetzt wieder Backups. Wobei, ich glaube, ich habe jetzt... noch 6 Stück hier oder so. Ja. Aber eine ist jetzt auch schon wieder am Leergehen. So. Und dann das letzte Produkt. Oh Gott, was ist das denn? Hört ihr das? Das ist so groß. Und ist da was kaputt gegangen? Oh Gott, ich traue mich gar nicht, das aufzumachen. Oh Gott. Oh, wartet mal. Ich mache mal hier erst mein Papier. In die Box und dann trauen wir uns mal ganz vorsichtig an das raschelnde Paket ran. Oh Gott, was ist das denn? Bitte, ich hoffe, da ist nichts kaputt. Glossy Box. Okay. Also hier kommt eine Glossy Box zum Vorschein. Steht hier was drauf? Nee. Ja gut, die Adresse von meiner Maus, die brauchen wir jetzt nicht. Wo mache ich die? Wo mache ich das denn auf? Hallo? Leute, wie macht... Bin ich jetzt bescheuert? Wie macht man denn... Nee, da müsst ihr jetzt nicht drauf antworten. Das war jetzt eine Conversation mit mir selbst. Bin ich bescheuert? Das lässt man jetzt einfach mal so stehen. Na gut, dann schneide ich das jetzt auf. Das ist jetzt wahrscheinlich absolut falsch, aber ich muss ja irgendwie da dran kommen. Leute. Oh, okay. Oh, wie cool. Nein, da ist nichts kaputt. Okay, okay. So. Die Box ist jetzt leider kaputt. Die kann ich nicht mehr verwenden. Maggi, Meisterklasse Brokkoli-Cremesuppe. Oh Leute, ich habe Hunger. Ich habe Hunger wie ein Bär. Würziger Nudeltopf mit 2erlei Klößchen. Oh, kenne ich gar nicht. Champignon-Cremesuppe liebe ich. Finde ich mega lecker. Rahm-Champignons. Oh. Schön ein paar Spätzle dazu. Mehr brauche ich gar nicht. Und die Mutti ist glücklich. Reis-Chufek-Art. Für 300 Gramm geschnitzeltes und Reis. Geschnitzeltes und Reis. Okay.
Rosenkohl-Brokkolisuppe. Oh, Leute, ich krieg... Oh, ich muss jetzt erstmal was essen. Winterliche Gemüsesuppe mit Wirsing und Kohl. Ah, das wird wahrscheinlich mehr was für meinen Mann sein, weil ich bin nicht so der Wirsing- und Kohl-Mensch. Ich werde es natürlich probieren, ja. Spargelsuppe. Oh, Spargelcremesuppe. Oh, ich weiß, bei euch war ja gerade Spargelzeit, ne? Leute, ich hätte einen umgebracht für ein paar Spargel. Es gibt hier keine Spargel, außer die Dinger im Glas. Wer will denn sowas? Oh, Spargel mit einer Sauce Hollandaise und ein paar Kartoffelchen dazu und Fisch. Oh, hallo. Naja, jetzt habe ich zumindest mal Spargelcremesuppe. Sehr lecker. Dann haben wir hier Kaisersuppe mit bunten Gemüseklößchen. Mmh, lecker. Rahmblumenkohl. Auch sehr lecker. Ich liebe Blumenkohl. Waldpilzcremesuppe. Ich glaube, wir machen hier jetzt einen Cut. Ich gehe jetzt erstmal was essen. Fränkische Grünkerncremesuppe. Buchstabensuppe. Oh, die liebe ich. Das erinnert mich an meine Kindheit. Ich weiß nicht warum, aber auch Mama schickt mir diese Suppen ja immer. Ich liebe diese Dinger. Und dann noch Buchstabensuppe mit 33%. Ja, also das war jetzt dann hier noch in der Glossybox drin. Es ist also nichts kaputt, wie ich gedacht habe. Es ist einfach nur diese, ne, die Nudeln und das Gewürz und so. Da hatte ich jetzt echt ein bisschen Schiss, das Päckchen aufzupacken, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber soweit ich das sehe, es ist alles heil angekommen. Julia, nochmal jetzt persönlich an dich, ne? Du hast einen absoluten Nationalschuss. Also, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich bin sprachlos. Du hast an alles gedacht, an all meine Lieblinge, an all meine Schätzchen. Du hast an meine Familie gedacht, du hast an meine Babys, an meine Kleinen gedacht. Ich bin so überwältigt gerade. Ich danke dir von Herzen für die Mühe, die du dir gemacht hast, für das ganze Geld, das du ausgegeben hast. Also, das wäre wirklich nicht nötig gewesen. Aber von Herzen danke ich dir. Ich schicke dir den dicksten Knutscher ans andere Ende der Welt. Ich drücke dich mega, mega feste aus der Ferne. Und ja, auch hier muss ich jetzt erstmal wieder verkraften und verarbeiten, ja, dass mir jemand Fremdes so eine Freude bereitet und ja, sich so Gedanken und solch eine Mühe macht. Das ist für mich nicht selbstverständlich, das wird für mich nie selbstverständlich sein, weil ich, ich sehe es ja in der richtigen Welt, ja, wie es heutzutage ist. Jeder ist sich selbst der Nächste und ja, keiner denkt mehr über den anderen nach und ihr schafft es immer wieder, mich sprachlos zu machen, ja. Also ich kann euch jetzt auch mal gerne zeigen, wie es bei mir aussieht. Hoppala. Ja, wartet mal. Dafür nehme ich jetzt die Kamera runter. Mach euch vom Akku weg. Ja, also so sieht es jetzt hier mal aus. Ja. Dann geht es hier natürlich weiter. Hier steht auch alles voll. Ja, das muss jetzt natürlich auch erstmal alles weggeräumt werden. Und ja, also ich bin sprachlos. Vielen, 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 vielen Dank. Jetzt mache ich euch wieder fest. So, genau. Okay, meine Lieben, ich glaube, das ist bestimmt wieder ein 2-Stunden-Video. Ich weiß es nicht. Ich hoffe, das Video hat euch ein bisschen gefallen. Vielleicht konnte ich euch wieder mit dem einen oder anderen anfixen. Wenn ja, lasst es mich doch mal in den Kommentaren wissen, womit. Ja, das finde ich ja dann immer ganz interessant. Und wie gesagt, das nächste Video, das gibt dann von mir nochmal einen Vlog. Da werde ich dann auf meinen letzten Vlog nochmal drauf eingehen, werde Fragen beantworten, werde bestimmte Dinge nochmal ansprechen, dass wir das Thema dann auch ad acta legen können und dass es dann einfach weitergehen kann. Und ja, ich werde jetzt wie gesagt hier erstmal aufräumen. Nee, erstmal muss ich mir jetzt was zu essen machen. Ich habe Bärenhunger. Dann wird es Stunden dauern, bis ich hier alles aufgeräumt und weggeräumt habe. Dann werde ich das Video bearbeiten. Ich weiß jetzt nicht, ob das ein Video unter der Woche oder euer Sonntagsvideo gibt, da ich nicht weiß, ob ich die Woche nochmal zum Drehen komme. Und ja,
ich muss das hier jetzt erstmal verkraften. Also das ist der Burner, der absolute Knaller. So, meine Lieben, ich freue mich, dass es mir wieder besser geht, ja, und dass ich jetzt wieder Videos machen kann und dass ich mit euch wieder in Kontakt stehen kann. Es hat mir doch schon sehr gefehlt zum Schluss, und wobei ich aber auch denke, die Pause war jetzt auch mal ganz gut. Und ja, es gibt nochmal ein Unboxing. Ja, ich habe immer noch Pakete hier stehen. Für die es nicht interessiert, einfach nicht draufklicken. Und für alle anderen, ihr seid natürlich herzlich willkommen. Und ich wünsche euch ganz viel Spaß. Und mehr gibt es von mir gar nicht. Ich wünsche euch somit einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Je nachdem, wann ihr das Video seht. Bleibt mir gesund, passt auf euch auf, macht's gut. Und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video. Ciao!